Zum Niederzurren, kraftschlüssige Ladungssicherung, werden in der Regel Standarddruckratschen oder Langhebelzugratschen verwendet. Beide sind gekennzeichnet mit einem Kennzeichnungsanhänger und auf diesem finden wir Angaben hinsichtlich der Festigkeit. Mit diesen Angaben in Kombination mit der Truckers Disc ist es relativ einfach möglich zu ermitteln, wie viele Zurrmittel man für die Ladungssicherung benötigt oder wie stark diese Zurrmittel sein müssen. Am Beispiel der Truckers Disc kann ich zeigen, dass bei einer Ladung, die zum Beispiel 8 Tonnen wiegt und einem Zurrwinkel, der 60 Grad beträgt, bei der Verwendung einer Standardratsche, die auf dem Etikett mit 300 Dekanewton angegeben ist, dann je nach Reibung mal 28 bzw. 6 Zurrmittel für die Sicherung der Ladung erforderlich wären.